Sie haben dann 32 geheiratet. 32. Und dann sind Sie nach Ja. Neubiberg gezogen. Ja. So ein kleines Häuschen haben wir da gehabt. Und ein bisschen Grund, wo man. Und ein paar Hasen und so weiter. Und im 1932 das erste Kind. Das war diese paar Monate später auf die Welt gekommen, nach der Hochzeit. 2,5 Jahre später habe ich das nächste Kind gekriegt. 1,5 Jahre später schon. Und dann das nächste 2,5 Jahre später. Das waren die ersten drei. Dann haben Sie ja der Ideologie gehorcht. Hitler wollte ja, dass die Frauen möglichst viele Ja, Kinder. das hat der Hitler gewollt, aber ich nicht und mir nicht, nein. Aber wie sollte man es vermeiden? Sagen Sie mir das. Gab es noch keine Verhütungsmittel? Nein, gab es ja nicht. Das war ein Problem. Das ist wirklich unangenehm, weil das wirkt sich nach, das ganze Leben lang, dass man immer Angst hat vor einem Kind kriegen. Nein. Sogar wenn ich gar keins mehr kriegen konnte, habe ich Angst gehabt davor. Das ist komisch, ne? Das Schwierigste war ja, besonders wie die Kinder noch klein waren, dass man zum Beispiel keine Windeln, diese Pampers, die es jetzt gibt, die gab es damals noch gar nicht. Ich musste halt jeden Tag Windeln waschen im Berg. Aber nicht mit der Waschmaschine, die hatten wir ja nicht. Ich musste das auf dem Herd auskochen. Und dann in heiße Brühe rauswaschen und nachspülen und das jeden Tag. Nur, das ist nur die Windeln. Dann die viele Wäsche. Die ganze Bettwäsche habe ich allein gewaschen mit der Hand. Von einem Urlaub oder einer Reise. Auf die Idee käme ja gar nicht, nicht. Aber so Sonntagsausflüge haben Sie schon gemacht mit der Ja, mit Familie. den Rädern. Ja. Eins vorne auf dem Rad, eins hinten auf dem Rad. So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen. In den nächstgelegenen Wald Maikäfer sammeln für die Hühner. Er Das war arbeitslos und wir haben fast gehungert. Wir haben uns ein bisschen im Garten, wir hatten ja da schon ein Gärtchen zur Verfügung, oder? Und haben uns da durchgefrettet mit Kartoffeln und Gemüse und Hasen und Hühner, nicht? Damit wir ein bisschen was zu essen gehabt haben. Das ist eben dann so eine, wie will ich sagen, so eine Belastung für eine Hausfrau. Ja. Und man muss ja auch mit den Kindern fröhlich und lustig sein und Spiele machen und so. Dass eben da das, was draußen geschieht, wenig Interesse hat. Nicht? Das hat man weggeschoben. Soll der Mann sich drum kümmern. Mein Mann war ja Nationalsozialist von Jugend an. Sein Vater war schon Nationalsozialist. Einer der ersten, der überhaupt bei der Partei war. Und das war für ihn dann selbstverständlich, dass er da auch dabei dazu gehört. Und mein Mann war da, der hat mitgemacht, war ganz begeistert, gell, dass aufwärts geht jetzt in Deutschland. Alle haben ihm ja zugejubelt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann kam der Parteitag auch, gell, in Uniform, wo da im Nürnberger Parteitag, da war ich dabei. Es war schon großartig, nicht? Dieser Aufmarsch und diese Reden. Diese Lampen so nach oben gestrahlt haben, so oben, nicht? Und das war also eine ganz fantastische Sache. Da hat man so, war man noch richtig begeistert von Nationalsozialismus, dass es aufwärts geht und so. Und da hat Hitler Aber ein gesprochen. bisschen, ja. Und was hat er erzählt? Ich habe das immer so geschaut, was alles passiert. Und man hat ja die Reden sowieso immer wieder gehört. Der hat man nicht so imponiert, diese Reden, gell? Die Art, wie er das vorgebracht, diese Schreierei und so. Aber ich habe es dann schon mitgekriegt, dass eines schief geht,
Das man hat schon von den Juden diese Sache heimlich gehört. Also wer bei der Partei war und so weiter, dem ist alles verheimlicht worden, nicht? Da hat niemand was gesprochen oder gefragt, gell? Es war ein Tabuthema. Aber ich konnte es erst gar nicht glauben. Man hat es auch gar nicht geglaubt, dass die Geschichte mit den Juden, dass das wahr ist, nicht? Und wo haben Sie es erfahren, dass da was los ist? Na, das ist ja rumgeredet worden, heimlich, nicht? Von Bekannten, Freunden? Ja. Na, ich glaube, es ist doch auch in den Zeitungen, vor allem dem Völkischen Beobachter, ne? Die waren ja stolz auf ihre Taten, nicht? Was da alles passiert. Aber was mit den Juden passiert ist, hat man nicht so gewusst. Nicht? Mein Mann hat es so erzählt, gell, was da passiert. Und ich war ein bisschen entsetzt über alles. Dass die Juden, die jüdischen Geschäfte kaputt gemacht sind und so weiter, gell? Der hat nichts erzählt, mein Mann. Der hat sich gehütet. Nicht einmal mir. Nicht? Das ist alles so tabu-mäßig vor sich gegangen. Obwohl ihr Mann ja in der Partei war. Ja, ja. Der hat es auch zuerst nicht recht geglaubt. Der hat es auch nicht recht geglaubt. Bis dann einer er hat ja auch Transporte aus Russland geholt, die Arbeiter zum Beispiel, vom Arbeitsamt aus. Die Arbeiter haben ja die Arbeiter gebraucht, scheinbar damals schon, nicht? Die hat er manchmal einen Transport geholt. Und das war eigentlich normal, gell, dass eben dann Arbeiter da sind. Aber von den jüdischen Transporten hat er nichts gewusst. Oder jedenfalls mir nichts erzählt davon. Und in Neubiberg, wo wir gewohnt haben, da haben mich meine Umgebung, meine Hühner und Hasen und Kindern mehr interessiert als die Weltpolitik. Mein Mann ist nicht eingezogen worden, obwohl er begeisterter Soldat gewesen wäre, weil er am Landesarbeitsamt eine wichtige Funktion hatte. Na gut, ich wäre ja froh, dass er nicht fort musste. Aber damit er doch ein bisschen mitmachen kann, hat er bei der FLAG gearbeitet. Tags eben im Büro, nachts in der FLAG. Und damals war man schlecht dran. Ich weiß, der hat mittags nichts gegessen. Der hat nicht in ein Gasthaus gehen können oder was sich kaufen. Sondern da habe ich ihm ein Brot mitgegeben oder was. Nicht? Und da ist er mit dem Rad von Neubiberg nach München gefahren. In der Zeit mit dem Rad hin und her gefahren. Ne, dann fing es an, die Bombardierung. Nicht? Und dann ist in der ganzen Zeit sind 3 Bomben reingefallen. Eins ist in unseren Garten rein. Mhm. In Neubiberg. Und da waren ein paar Bäume hinten, riesige Fichten, 30 Meter hoch. Die sind übers Dach geflogen auf die Straße und alle kaputt. Und ein Riesenloch, ne, im Boden. Und der Hasenstall, da war nichts mehr übrig davon. Und sämtliche Scheiben vom Haus rausgezogen, waren alle im Garten gelegen. Aber ich weiß noch, ich habe damals größte Kartoffeln gemacht. Die waren noch auf dem Herd, die größten Kartoffeln. Aber voller Glassplitter, musste auch wegschmeißen. Gisela ist im Krieg auf die Welt gekommen. Ja. Die ist 42 geboren und 45 war erst der Krieg zu Ende. Mhm. Die musste jedes Mal, wenn Alarm war, musste die großen Mädchen haben sich selber angezogen, immer solche Trainingsanzüge und sie rein, nachts und in den Keller. Und die andere, die saß auf dem Tisch und ist eingeschlafen. Und bis ich die angezogen habe und auch im Keller hatte, oh nein. War das ein großer Keller oder für mehrere, für viele Leute? Oder? Ja, es waren 2 Familien. Da haben wir schon so viel Platz gehabt. Und hatten sie da... Es war etwas abgestützt, aber wenn die Bombe rein wäre, wären wir alle kaputt gewesen. Ja, ja. Aber wir haben Glück gehabt, dass sie hinten in den Garten rein ist, die Bombe.
kamen die Amerikaner rein, ja. Und dann waren wir eigentlich ganz glücklich. Die sind in unserem Haus rein, haben mit Quer rumgeschaut und geschaut, ob nicht irgendwas da ist, Munition oder Quer oder was. Mein Mann hat so ein Luftgewehr gehabt, nicht so, wo man so spielt damit. Das hat er versteckt. Die Vorräte, die haben wir im Keller irgendwo versteckt. Alles haben wir versteckt vor den Kerl. Aber die haben weiter nichts gemacht. Sie sind halt so rumgelaufen und haben geschaut, was da ist und so. Und dann haben sie sich da einquartiert bei mir. Und haben gesagt, ihr könnt im Keller drunten schlafen, gut? Da sind wir doch tatsächlich 2 Nächte, die 2 Familien unten im Keller guckten. Wir haben kein Bett gehabt, nichts. Da haben wir auf der Bank gesessen und haben geschlafen. Nicht? Und Ernährt haben Sie sich da unten von den Vorräten? nein, nein, tagsüber sind wir rauf und haben gekocht, wir 2 Frauen, sie und ich. Nicht? Die wollten sogar Pfannkuchen haben. Da musste ich ihnen mein letztes Mehl musste ich opfern und haben den Amerikanern Pfannkuchen gebacken. Wir haben es uns ganz gut verstanden, gell? Die Nazi-Frau haben sie mir gesagt, ja. Ja. Weil mein Mann auch Nazi war, ne? Das haben sie gewusst. Das haben aber nichts. Das war ihnen egal. Die merkt, das ist eine liebe Frau und hat nette Kinder. Das war denen dann wurscht. Die haben ja gewusst, Deutschland ist Nazi-Deutschland. Ne? Und dann haben sie natürlich mich ausgefragt, warum hat der Hitler das gemacht? Und dann habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Ich habe immer gesagt, das habe ich nicht gewusst, das ist nicht wahr. Und so weiter. Wir haben uns da gut überhalten. Und dann hat er mir erzählt, dass er so ein Mormone war und so weiter. Gell? Wir haben uns da ganz gut. Und dann war einer dabei, der ist dann immer wieder gekommen und hat den Kindern was gebracht. Hat es Ja. irgendwann mal Folgen gehabt, dass Ihr Mann in der Das Partei hat dann war? Folgen gehabt, dass er interniert war im Zimmer. Er durfte nicht mehr raus. Er war sogar eingesperrt. Und da ist er natürlich richtig depressiv geworden. Konnte sich nicht mehr rühren, gell? Und aus dem Dienst ist er auch rausgeschmissen worden und so weiter. Und das war dann auch eine schwere Zeit wieder, ne? Nach dem Krieg. Sind wir ausquartiert worden in eine andere Straße, in so ein kleines Häuschen. Und da waren 3 Familien drin, in so einem Einfamilienhäusler, ein kleines. Und wir waren dann in einem Raum, da waren die 3 Kinder, 4 Kinder drin und ich, alle in einem Raum. Das war der eine Raum. Und gewohnt haben wir in der großen Wohnküche. Und dann war noch ein Seitenraum, da hat mein Mann geschlafen auf der Couch. Nicht? Und wie lange hatte Ihr Mann Hausarrest? Es war nicht sehr lang. Und er war richtig depressiv und gesagt hat er dann nichts, gesprochen ist da nichts worden. Wir haben viel zu wenig geredet miteinander. Und das war für ihn einfach ein Zusammenbruch. Nicht? Er hat überhaupt keine Verhandlung gehabt. Der hatte alles berichten müssen, wahrscheinlich von seinem Lebenslauf und seinen Vorfahren und das alles. Und was er gemacht hat in der Partei. Und dann haben sie das ist alles über einen Hut gemacht worden. Der hat keinen richtigen Posten gehabt, keinen großen. Er durfte erst so 6, 7 Jahre nicht arbeiten. Ja, und dann hat er doch wieder Arbeit gekriegt als Beamter im Besatzungskostenamt. Da musste er eben diese Arbeiten aufarbeiten, was die Amerikaner alles geklaut haben und mitgenommen haben, dass die entschädigt werden. Das hat er dann den alles machen müssen. Wie gesagt, ich habe das alles so verdrängt. An das erinnere ich mich ja über kaum an diese Zeit so.